Hallo und willkommen zu einer neuen Sonderfolge der Geheimtipps aus dem Elfenbeinturm. Heute ist eine Sonderfolge. Ich weiß, wir überschütten euch gerade mit Sonderfolgen von Geheimtipps. Ist bis zum gewissen Grad nötig. Wir haben schon gedacht, warum. Weil ihr habt uns ja viele, viele Tipps geschickt und ich hoffe, ihr hört nicht auf. Schickt uns Tipps. Wir gehen die durch, auch wenn es zum Teil Jahre dauert, bis wir dazu kommen. Einfach weil wir die ja auch nicht so oft hochladen können. Aber wir haben den Eindruck, dass sich die Geheimtipps so ein bisschen in eine Richtung entwickelt haben, wo viele glauben, dass wir außergewöhnliche Filme einfach vorstellen, die naturgemäß nicht so ein großes Publikum haben. Ist nicht ganz eigentlich das Ziel. Das Ziel ist wirklich, Filme vorzustellen, die keine Sau kennt oder in einem bestimmten, guckt beim Haus am See zum Beispiel, einfach man originell mal einem anderen Publikum empfehlen kann, obwohl der Film bekannt ist. Aber im Wesentlichen sollten die Filme wirklich unbekannt sein oder nicht mehr so bekannt wie damals. Und das zu Unrecht und sollten also einen Grund haben, warum man sie wirklich, wirklich mal empfehlen sollte, warum man sie gesehen haben sollte. Logan's Run ist da ein Beispiel, das ist jetzt nicht der allerdollste Film sicherlich, aber er hat einen Mods-Impact auf die Popkultur gehabt und wäre deswegen einfach ein Geheimtipp. Den sollte man einfach gesehen haben und er ist, heutzutage habe ich den Eindruck, viele kennen ihn nicht mehr, weil es kommen ja auch immer jüngere Leute nach und da kann man nicht erwarten, dass die jetzt alle Filme aus den 70ern kennen. Ist ja Schwachsinn. Ja, und wir haben von euch Tipps bekommen. Und wir werden einige doch nicht dran nehmen. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, wahrscheinlich nehmen wir alle dran. Aber wir haben uns dann ja auch selber, und darum geht es in der heutigen Sonderfolge, einfach mal eine Marge gesetzt, wann ist ein Film bekannt und wann nicht. Und dann haben wir einfach mal verglichen, wie viele Bewertungen haben sie auf IMDb oder Rotten Tomatoes. Ich verstehe bis heute nicht, warum man Rotten Tomatoes überhaupt benutzt, wenn es doch IMDb gibt, aber egal. Und haben da so gesagt, ja okay, so ungefähr 100.000 Bewertungen ist eine Marge, da gleitet ein Film wirklich von der Randexistenz zu einer Existenz, wo ihn fast jeder kennt. Mhm. Und das war schon ein Kriterium, wo wir dann gesehen haben, da müssen wir doch viele Filme ausklammern. Auch das hatten wir schon mal erwähnt. Zum Beispiel Cube und Equilibrium sind da per se rausgefallen. Auch schon, weil, wo ich das gesagt habe, ey Leute, wir haben folgende Vorschläge gekriegt, Cube, Equilibrium und alle waren dann so, oh ja, kenne ich, gucke ich mir gerne nochmal an. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und dieses Erlebnis hatten wir jetzt auch, ungeachtet der 100.000 Grenze mit Adams Äpfel. Wurde uns vorgeschlagen, war ich ziemlich heiß drauf. Ich glaube, wir machen ihn auch irgendwann mal. Aus Prinzip? Aus Prinzip. Vielleicht in einer Sonderfolge, wo wir mehrere dieser Filme zusammenfassend mal machen. Aber der Film hat aktuell ein bisschen was über 40.000 bei IMDb. Mhm. Der Punkt ist, es ist ein dänischer Film. Und wenn Filme über 100.000 haben, dann liegt es daran, dass sie im amerikanischen Markt sind. Mhm. Und dort einfach mordsmäßig viele Votes kommen. Dänische Filme, norwegische Filme, haben per se, oder deutsche Filme auch per se, viel weniger Publikum, weil sie den amerikanischen oder englischsprachigen Markt gar nicht haben. Und deswegen, ich wollte ihn erst wirklich machen, aber dann kam von überall, ja, kenne ich, oder es war gar nicht mal so, das kenne ich, sondern auch, wir hatten Videokommentare, wo ich den Film erwähnt hatte, wo es hieß, was, Adams Äpfel, also das ist doch kein Geheimtipp, das ist doch nicht geheim. Das ist doch. Das heißt, der Film hat doch in Europa eine ziemliche Bekanntheit. Und damit scheidet er halt leider aus. Mhm. Jetzt habe ich hier überhaupt noch Logan's Run. Geht's dir gut? Ein anderer Film, zum Beispiel, den ich auch gerne mal vorgestellt hätte, wo ich mir echt lange Gedanken drüber gemacht habe. Wir machen uns hier Gedanken über die Sachen, die wir machen. Matze, hör auf, hinter der Kamera zu lachen. Ich hoffe, man hört es nicht. Egal. Nicht. Ein anderer Film zum Beispiel war Der letzte Kampf, ein Luc Besson-Film. Ich glaube sogar seine Premiere, sein Debüt, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, mit Jean Reno, mit Fritz Wepper.
Und in dem Film wird ein einziges Wort geredet. Erst von 82 und in Schwarz-Weiß gedreht. Auch ein Endzeitfilm. Und einer der Filme, wo ich sage, das ist einer so unter meinen Top 10 einfach. Der Film ist grandios. Aber er ist schon fast zu speziell. Er ist schon fast zu künstlerisch und zu... langweilig. Der geneigte Zuschauer würde fast schon sagen, zu langweilig. Ähnlich wie der Film Jerry. Habe ich jetzt nicht hier. Habe ich generell nicht als DVD. Jerry ist ein Film, da seht ihr zwei Leute laufen. Die wollen Ausflug machen in die Wüste, weil es da was zu sehen gibt. Was wird nie gesagt? Die verlaufen sich und laufen und laufen. Ihr seht, ich weiß nicht, wie lange der Film geht. 90 Minuten, 2 Stunden. Ich glaube, also vom Gefühl her geht er 5 Stunden. Man sieht die wirkliche ganze Zeit nur laufen. Dann kommen sie irgendwann mal an den Fels. Ja, geh mal da hoch. Ich komme da nicht hoch. Und dann hat man alleine eine Viertelstunde, bis irgendjemand von denen da hochgeschafft hat. Siehst du was? Nö. Dann wieder eine Viertelstunde, bis er es runtergeschafft hat, verknackst sich noch dabei das Bein und dann laufen sie weiter. Der letzte Kampf ist nicht ganz so schlimm, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Der Film will verstanden werden. Viel gibt es da drin auch vielleicht gar nicht zu verstehen. Es ist dann diese Sparte, wo ich sage, absolut außergewöhnlicher Film. Total. Wer auf außergewöhnliche Filme steht, der letzte Kampf. Jerry. Das sind, was das außergewöhnliche Genre angeht, super Filme. Wobei ich nicht weiß, ob ich Jerry nochmal überleben werde, aber... Kannst es auch real nachmachen. Mich filmen, wie ich hier... 2 Stunden durch die 20 Wüste Stunden oder sowas marschierst. Wir haben hier in Oberschwaben relativ wenig Wüste. Dazu müsste ich schon nach Österreich gehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei Schneewüste haben wir gerade, ja. Da, wo wir das filmen. Aber wahrscheinlich wird die Folge irgendwann im August hochgeladen. So wie die Folgen, wo wir im dicken Pulli da hocken, die dann irgendwann im Juli hochgeladen wurden. Naja, egal. Jedenfalls, das ist halt ein weiteres Kriterium, das solche Filme disqualifiziert. Außergewöhnlich ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, wir sollten es problemlos mit gutem Gewissen einem gewissen Publikum auch empfehlen können, von dem wir wissen, die werden den Film verstehen und genießen zum gewissen Grad. Mhm. Und das weiß ich bei diesen Filmen halt nicht. Weil sie sind gewiss nicht Unterhaltung für mal so oder um sich jetzt so tief zu beschäftigen, weil der letzte Kampf lässt einen jetzt nicht so arg viel beschäftigen, finde ich. Mhm. Man macht sich ein bisschen Gedanken drüber hinterher, kommt vielleicht zu dem Schluss, okay, da gibt es nicht so viel, wo man sich Gedanken drüber machen kann, auch wenn viel scheinbare Symbolik drin ist, aber nur weil Fische vom Himmel regnen, ist das keine tiefgründige Symbolik. Okay, obwohl die Szene schon toll ist, aber ja, da regnen Fische vom Himmel. Nee. In Schwarz-Weiß. Und er freut sich, weil er was zu essen hat. Okay. Der Film ist auch in Schwarz-Weiß, gell? Ja, Schwarz-Weiß. Okay. Ich meine, Luc Besson, Jean Reno, Fritz Wepper, ja? Wann habt ihr mal sowas von 82? Steht doch hinten dran, Regisseur Luc Besson von Das fünfte Element, obwohl der Film früher raus war. Aber das ist DVD, das wird dann später draufgelegt. Ja, deswegen haben wir auch solche Sachen drin, wie jetzt zum Beispiel Tolltrieben ist die alten Germanen, um halt auch zu zeigen, es gibt tolle Filme, die keiner kennt oder keiner mehr kennt, die aber nicht außergewöhnlich sind oder nicht sehr tiefgründig sind, wobei man das bei dem Film auch wieder argumentieren kann, habe ich ja gesagt. Und im Prinzip wollten wir in der Folge hier gar nicht mehr sagen oder ich mehr sagen. Bene sitzt hier nur, wie ihr seht, so als zur Zierde, weil wir haben hier gerade zwei Mikrofone angeschlossen. Er war zufälligerweise gerade da. Bene ist das Eichhörnchen. Und ich habe euch jetzt erklärt, nochmal, was die Geheimtipps sind, was sie nicht sind. Wir werden vielleicht noch Sonderfolgen machen, wo wir dann vielleicht auch mal ein bisschen bekanntere Sachen nehmen oder auch mehr auf ganz spezielle Filme eingehen, wie der letzte Kampf. Die halt wirklich sehr grenzwertig sind von ihrem Publikum her. Koyan ist Quatsch, wäre da sicherlich auch dabei. Ich glaube, man kann es halt sagen, es sind sehenswerte Sachen, die eben nicht genug, also die weniger Publikum haben, als man erwarten sollte tatsächlich.
Das ist, glaube ich, mit den Geheimtipps am einfachsten beschrieben, oder? Wieso redest du jetzt auf einmal? Oh, ist mir aber recht, ist okay, wunderbar. Prinzipiell, ja, es sollte einfach ein Geheimtipp sein, ein Film, den keiner kennt. Und der den zu Unrecht kaum einer kennt oder kaum einer noch kennt. Was natürlich auch ein gefährliches Fahrwasser ist, denn Logan's Run war zu meiner Zeit damals in den 80ern einfach sehr populär, weil er ständig in dritten Programmen lief zur Mittagszeit. Und ich habe den nie gesehen. Ich habe eine Menge über den gesehen, aber den Film nie. Ich habe Zeug gelesen, sonst noch was. Der wurde in jeder Fernsehzeitschrift damit behandelt. Alle möglichen Essays und Kleinigkeiten aus irgendwelchen Jugendzeitschriften oder was weiß ich alles aus der Zeit. Du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Ja, glaub, aber auch gesehen, nö. Gut, dann haben wir einfach mal eine Sonderfolge darüber gemacht. Wobei ich noch ein bisschen was erzählen wollte, deswegen habe ich auch mein Handy hier liegen. Was für Filme es nämlich auch betroffen hat, nämlich zum Beispiel auch The Man from Earth war auch über dieser 100.000 Grenze drüber. Wir haben aber noch zwei Tipps, da muss ich aber noch gucken, dass ich die bekomme und dann werden wir die sicherlich auch mit reinnehmen. Und dann war's das schon wieder. Ja. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Thank you.